Heute muss es rocken. Wirklich, ist hier ganz wichtig. Das ist ein heißer Kampf heute, Jungs. Die Halle sieht gut aus. Ja, wirklich echt gut aus. Wo du sonst nur im Urlaub warst, fährst du auf einmal hin und spielst ein Konzert und lieg in meinem Bett und guck nach oben und sehe den Eiffelturm. Wir fahren mit unserem riesigen Nightliner in Schlepptau und 6 Trucks irgendwie in die nächste Stadt und spielen unsere Europatour. Da fällt mir dann immer erstmal nochmal auf, wie krass es eigentlich ist, dass wir irgendwie jetzt eine Europatour spielen. So, darf ich euch dann bitten? Viel Glück! Danke! Herzrasen und ohrenbetäubender Lärm, die Fans schreien. Und da ist, glaube ich, dieser Höhepunkt von Adrenalin. Also wir hatten mit der ganzen Bühne 2 Tage Probe in Riesa, war das. Und das war auch sehr schön, ja, eine sehr schöne Stadt und die Halle war gut. Aber da haben wir dann auf jeden Fall die Bühne gesehen und konnten da mit der Bühne schon mal ein bisschen proben. Die Crew konnte sich die Bühne angucken, konnten gucken, was sie zu tun haben und so weiter. Ich nehme mein kleines Flugzeug. Ich nenne ihn Jumbi. Und es macht eine Drehung und guckt das an. Kunststück. Wir können anfliegen hier. Wie man sieht, wird jetzt hier abgebaut. Wir haben ja hier geprobt die letzten Tage. Und jetzt ist es soweit. Morgen geht's los. Morgen spielen wir schon mal in Prag. Aber ich habe zum allerersten Mal da oben so eine Treppe. Und ich befürchte, dass ich irgendwann da mal runterfalle und dann mit dem Kopf gegen so ein Metallding und mir ich alles aufstoße. Ich der Kopf so. Der liegt da oben drauf, oh nein, mein Flieger ist weg. Du kleine Flieger. So, okay, jetzt lass uns was einfallen. Ja, war klar. Was für ein Aufwand. Jetzt krieg ich meinen Flieger wieder. Boah, ey, da wäre ich aber nicht findefrei, ne? Dankeschön. Da haben wir den Flieger wieder. Da ist mein Flieger. Wieder da. Danke, Brownie. Danke, Brownie. Louis, mach's gut, schönen Dank. Axel, Ralf, Martin, macht's gut. Oh, yeah. Du auch. Wir sehen uns morgen. Keiner weiß, wie es dir geht. Keiner da, der dich versteht. Der Tag war dunkel und allein. Kuschel, willst du gleich mit? Ich will das Flugzeug fliegen, verdammte Scheiße. Wir sind jetzt hier im Park und fahren jetzt zum Venue zum Soundcheck. Haben alle ein paar Stunden geschlafen. Der Praderladen, ich weiß nicht was. Wir sind aufgeregt jetzt schon. Ich bin da, 120. Ich bin da. Ich bin nur hier, um dir zu sagen.
kacke, der Soundcheck. Ich bin ja hier. Ja, ich weiß, trotzdem war kacke. Scheiße war. Ja, hier schon wieder ein Haufen Leute rumgallen und rum. Und wenn ich einen Soundcheck machen will, dann will ich mal selber. Oh Gott, es geht alles so schief heute Abend, ey. Ich werde wirklich nicht hätten. Also ich muss schon sagen, also ich bin schon immer sehr nervös. Also ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Der Einzige, der da so ein bisschen, den man da so ein bisschen ausklammern kann, ist Gustav. Wobei ich auch glaube, dass der das immer so ein bisschen probiert zu überspielen und zu unterdrücken. So, das ist halt seine Variante, damit Musik hören und so. Also Leute, hier in Prag, Tourauftakt, die Show zum ersten Mal. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nicht geprobt und es sitzt null. Und ich fühle mich gerade so, als wenn ich gleich umkippe und da umstehe und keinen Ton rauskriege. So, darf ich bitten. In der Zeit, kurz bevor du hochgehst, da geht nicht so viel in dir vor. Das ist so ein bisschen wie Schwerelosigkeit. Das, was da oben passiert, das passiert einfach. Was da ist und alle Leute, die da um dich rumstehen, irgendwie nimmst du das die ersten Sekunden überhaupt nicht wahr. Das ist wie so ein Film. Man ist total angespannt, total aufgeregt. Irgendwie konzentriert man sich auf die Show, aber denkt gar nicht über irgendwas Bestimmtes nach. Also ich glaube, man kann das eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Das ist, also man ist da total abwesend. Alles bringt Unglück an dem Tag. Wir gucken uns alles an und so wie irgendwas anders ist. Irgendeine Kerze steht anders, irgendwie weniger Eistee ist im Kühlschrank. Oder Georg hat irgendwas gemacht, was er sonst nie macht. Also Georg geht ja grundsätzlich kacken vor der Show. Und wenn Georg vorher nicht kacken war, dann bringt das zum Beispiel Unglück. Ganz gut fürs Erste. Also, komisch war, dass wir uns bei den alten Songs mehr verspielt haben als bei den neuen. Leute! Oder war mal so Leute! Hallo, hallo, hallo! Wir haben gerade den Tourauftakt gespielt und wir sind fertig. Und alles lief einfach und uns runtergefahren und ich freue mich so. Ich hatte so einen Spaß. Ich fand das so geil. Ah, also wir müssen auf jeden Fall auch ein Ich bin so glücklich. Geil, geil. Super. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich 2 bis 3 Kilo Körperflüssigkeit nach einem Konzert verliere. Also ich bezeichne das eigentlich schon fast als einen Hochleistungssport, weil die ganze Zeit auf der Bühne darum zu turnen. Diese ganzen Leute im Rücken und dass die alle wegen uns da sind, um uns zu sehen und alle für uns gekommen sind. Und das ist echt manchmal so ein Gefühl, das dich komplett überwältigt, auch auf der Bühne. Tschüss, Hermann. Tschüss, Hermann. Tschüss. Bis dann, Niemanski, das war Pragi und jetzt geht's nach Warschau. Was ist das unter dem Kopf? Mützen. Und Unterhosen. Viva TV. Wir fahren ca. 20 Minuten, erster Medienpartner Liverpool. 10 Termine ist ja nicht viel, dann haben wir Soundcheck und nochmal 10 Termine und dann haben wir die Show. Also unser Management feiert uns nicht oder so, also auf keinen Fall. Also nee. wir haben schon extrem viel Freizeit auch und so und können schön auf die Show konzentrieren. Also wir haben nicht irgendwie, nicht im Stress oder so. Spannend. Wir brauchen eine Dolmetscherin, ne? Verifizieren jetzt. Wir wissen das doch schon. Bei der Dolmetscherin müssen wir noch fragen, dass die da ist. So, im Regen stehen und da irgendwie in der Kälte warten, bis wir kommen, das kann schon anstrengend sein und da habe ich totalen Respekt vor.
Die haben sich auch einen Wohnwagen teilweise gemietet irgendwie und sind dann mit dem Wohnwagen hinterhergefahren. Das finde ich wirklich den Ehrgeiz zu haben, da hinterher zu sein. Aber ich kann sagen, ich war so auch bei Nena. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch Briefe geschrieben und zu so einer Fanpostadresse und ich dann auch im Regen. Wie lange müsst ihr jetzt hier noch warten? 27 Stunden. Da hat man auch jede Menge Spaß, glaube ich. Also ich glaube, die haben auch eine gute Zeit. Aber ganz offiziell von Universal und das nur so als kleine Zugabe. Oh, von Universal! Wo liegen Sie? Super Mario, das Spiel. Nee, was ist das? Multimedia-Player? Kleiner Monitor, da kannst du dir deine Filme oder Musik drauf rippen und das dann quasi. Rippen? Sexy Hexy! Sexy, sexy! Danke. Also unser Tourbus, kann man ja schon sagen, das ist ja das Neueste vom Neuesten. Bis auf das die Krabbe von Nelly Furtado unsere Tür vollgemalt hat. Ja, weil die Nelly Furtado ist vorher mit unserem Bus gefahren. Das hat der gute Junge hier auch schon wieder 25.000 Kilometer runter. Und als wir den Bus bekommen haben, stand er irgendwo bei 15.000. Ich hatte da so ein bisschen Angst vor dem Nightliner-Leben. Dann ist die Milch alle wild. Ja, super, ne? Eigentlich muss immer Milch am Bus, auf dem Bus sein. Ja. Ich kann jetzt keine Cornflakes essen. Um euch das nochmal zu zeigen, da passt keine Wurst durch, weißt du? Deswegen, große Sachen gibt's hier nicht. Und du musst immer absprechen und kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Aber unser Bus hat, glaube ich, so viele Quadratmeter, dass man das doch kann. Wir sind halt auch gerne irgendwie zusammen und wir sind halt befreundet. Und ich glaube, es ist auch scheiße, nach dem Konzert irgendwie alleine zu sein. Ich will dann auch immer noch Zeit irgendwie mit der Band verbringen. Ich will mit den Jungs noch abhängen. Dann gehen wir mal nach oben. Das ist mein Bett. Ich mach das auch immer selber. Dann hier schläft der Tom. Da sieht man, wenn wir hier schon dann vorbeigehen, merkt man diesen Geruch. Hier schläft der Hobbit, der Georg. Ich kann immer nur schlafen, wenn er fährt irgendwie. Also wenn er dann irgendwie, wenn ich im Fahren einschlafe und er dann irgendwo anhält, wache ich immer auf. Ich weiß auch nicht warum. Hier schläft der Bill, auch direkt auf der anderen Seite. So, und hier oben ist dann nochmal Front Lounge. Und hier ist dann eigentlich am allerbequemsten, so finde ich persönlich. Ganz oft sitzen wir hier ewig noch zusammen bis in die Nacht und unterhalten uns über irgendwelche Sachen und so. Und das ist total lustig, ey. Neulich habe ich von Georg und Gustav Sachen erfahren, die höre ich zum ersten Mal und in den 7 Jahren. Voll lecker, die Erdbeeren. Tobi sagt, wir haben eine Sichtung hier, cool. Ja, ich kann noch sagen. Kali ist auch geil. Guck mal, Kali, wer die jetzt zurückhält, weil sie alle an die Rand kommt. Nein, nein, ganz ruhig. Nein. Man muss sich das vorstellen, in ihrer Freizeit, in der Zeit, die sie eigentlich nur für sich verbringen können, investieren die irgendwie Zeit, um Schilder zu malen und so. Die riskieren ja auch ganz oft, dass wir es gar nicht sehen. Ich weiß nicht, wie viele Mädchen vielleicht auch Plakate machen, die wir vielleicht nie sehen, weil sie uns nie treffen. Aber das schreckt die nicht ab und das finde ich erstaunlich. Es gibt immer Garderoben, wo man sich gut fühlt, und es gibt Garderoben, wo man sich einfach nur scheiße fühlt. Und das ist eine Garderobe, hier fühlt man sich nicht gut und da ist man doppelt aufgeregt. Da gibt es hier auch nur wieder nur 3 Quadratmeter. Völlig kein Fenster. Hey, ja. Ich habe einen Puls von, was weiß ich, ey. So? Nur 20. So ein richtiges Ritual, dass wir uns alle nochmal zusammenstellen. Und jetzt irgendwie nochmal hier irgendeinen Spruch aufsagen, sowas gibt's nicht. Das einzige Ritual, das wir haben, ist so, dass wir Tom, Bill und ich uns quasi immer eine halbe Stunde vor Show im Band, in der Bandgarderobe treffen und zusammen einfach aufgeregt sind. Gustav hat sich da in letzter Zeit so ein bisschen ausgeklammert, der spielt sich nochmal so ein bisschen warm an seinem Schlagzeug und hört Musik. Gustav ist sehr in sich gekehrt, Gustav ist ganz anderer Schlagmensch als wir anderen, obwohl wir sind ja alle ziemlich verschieden, aber Gustav ist wirklich nochmal ganz anders. Gustav. Monsterzicke, ja. Super zickig, sensibel und... Er ist sehr, sehr zielstrebig. Wenn er was machen will, macht das unbedingt. Das hört sich zwar ein bisschen eklig an, aber ich möchte gerne, dass meine Hornhaut bestehen bleibt. Weil wenn die jedes Mal ab ist, dann tun die irgendwann nachher so die Finger weh, weil die Haut da extrem dünn ist. Und so geht das den ganzen Leben, Tag lang, jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Auftritt haben, muss ich mir meine Finger eintapen. Heute sage ich Ahoi, Warschawa und... Warschawa? Und... Geschlafen? Jack, Lamm, nee.
Wichtig ist Ahoi, Waschawa. Du weißt, du musst die Leute jetzt auch unterhalten natürlich und du willst ja auch, dass es denen gefällt. Wir sind irgendwie eine anderthalb Stunde da drin, haben alle Eintritt bezahlt, die wollen ja eine geile Show singen. Und auch an Tagen, wo es dir eigentlich nicht so gut geht und du gar nicht in der Stimmung vielleicht bist, gerade zu singen, musst du natürlich auch irgendwie da eine Show abreißen und musst irgendwie die Leute auch entertainen. Kronen war auf jeden Fall sehr, sehr geil, geile Fans, das Konzert war tierisch, die Stadt ist cool und ich glaube, wir werden auf jeden Fall Spaß haben und wir werden jetzt alle noch eine ordentliche Runde Playstation im Bus spielen. Wir haben uns ganz, ganz viele Spiele gekauft und wir werden jetzt alle noch zocken ohne Ende bis in die Nacht, weil morgen haben wir frei. Willst du unten Autogramme machen? Ja. Schon noch Pause. Willst du ein Edding haben? Die letzten Tage waren wir ja in Ostrava und Bratislava. Wir waren da auch schon mal privat da mit... Nee, das hast du gestern schon beim Konzert erzählt, da kann ich auch nicht mehr erinnern. Doch, mit unseren Eltern. Doch, wir waren schon mal privat. Am Ballaton oder was? Wo warst du denn im Doch, wir waren schon mal... Komischen See oder was? Ich war schon mal in Ungarn. Wo denn? Weiß ich nicht, da war ich ganz klein. Hör auf zu lügen. Ey, ihr wisst schon, dass die nächsten Shows ein Dreierblock ist, ne? Na, nach dem Off-Day. Morgen haben wir erstmal Off-Day. Morgen darf man im Dorinth, so wie Till im Mittag. Oh, geil, geil. Das schönste Hotel der Welt. Bei Off-Days ist es eigentlich grundsätzlich meistens so, dass wir alle lange ausschlafen, bis auf Gustav, der steht natürlich wie immer irgendwie um 9 auf der Matte. Also man muss ja schon sagen, dass wir halt unterschiedliche Charaktere sind und drei davon sind halt extreme Langschläfer und wenn die einen Off-Day haben, dann brauche ich da vor 18 Uhr nicht an der Tür zu klopfen. Wir anderen schlafen so bis 3, 4, Tom schafft es auch locker mal bis 17, 18 Uhr. Jeder kann so sein Ding machen und das ist, glaube ich, schon wichtig so zwischendurch. Gustav zum Beispiel sehe ich ganz selten an den Off-Tagen, weil der wirklich dann auch seine Zeit für sich braucht. Von daher versuche ich mich immer irgendwie anderweitig dann zu beschäftigen, irgendwie mal rauszukommen, irgendwie mal mich irgendwo auf eine grüne Wiese setzen und irgendwie die Sonne auf meinem Bierbauch scheinen zu lassen. Willst du Till übrigens total scheiße? Das halten wir hier nochmal fest, das Hotel in die größte Scheiße. Und wir schlafen da nie wieder und diese Besitzer sind so asozial und dieses ganze Hotel ist so scheiße. Jedes Hotel der Welt ist besser. Billig. Es ist nicht umsonst so billig. Und das Personal ist unfreundlich, der Roomservice schmeckt zum Kotzen und man wird teilweise nicht gar nicht. Ich sag euch, bucht euch nicht ins. Da stehen die Fans, was der Einlass. La la la. Da, 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 da. In der Halle stand ich letztes Jahr mit 40 Fieber auf der Bühne. Mach die Backen rein, die ist doch geil, die Halle. Die hatten wir letztes Jahr unsere Goldverleihung gewonnen. Ja. Oh nein, stimmt, den Mexitron kenne ich da. Ja. Wo sind hier die Muckibude? Ja, der vorne ist Wellnessbereich. Vielleicht willst du dir den nochmal. Ja, der super schöne Wellnessbereich. Tierisch, ne? Oh. Das ist hier so ein Garderobenständer. Dann kannst du ja einfach mal so ein bisschen Whirlpooling. Auf die Box. Das ist halt so eine Entspannungsbox. Eine Massagebox. Da legst du dich so drauf. Und dann ist das total entspannend so. Oh, ja. Das ist hier Susi und Massösin, hallo. Und schön. Alex Richter hat uns da echt immer so jeden Traum beigemacht hier. So. Ja, oh, ich krieg einen Herpes. Oh, ist das Ebene. Oh Gott. Herpes, Herpes, Herpes. Ich weiß noch einmal, Georg erzählt und da sind die ganzen Blasen aufgespritzt und alle spritzen ins Gesicht. Die ins Gesicht, ne? Liebe Fans, wenn ihr bei Georg in der Nähe steht, bitte nicht über Herpes sprechen, sonst kommt ihr gleich so ein Ding rausgesprungen. Ich hatte ja in der Schule auch mal Psychologie, ne? Und da gab es auch so an ansatzweisen Verhaltensforschung und das ist einfach so, Leute, die mit sich selbst ein Problem haben und irgendwas an ihrem Körper einfach nicht so irgendwie nicht mit sich selbst im Einklang sind, die suchen Probleme dann bei anderen, um sich selber so ein bisschen, weißt du? Der Georg ist eine totale Schlampe. Schlampe? Unordentlich, unpünktlich. Ein Partymacher, mit dem kannst du Scheiße anfangen. Ich trage sowieso alle auf meinem Rücken hier durchs Leben. Wollen wir mal hier? Ja, weil du immer deine Geldsäcke im Keller hin und her schleppst. Von wegen, weil ich bei anderen Leuten im Garten arbeiten muss. Dunja! Wir checken den Sound.
Scheiße, ich krieg schon wieder Blutergüsse von der Jacke. Ja, ja, fuck. Nee, bin jetzt klar. Wenn irgendeinem was nicht passt, dann sagen wir das, dann diskutieren wir das. Aber solange die anderen was zu lachen haben, ist so alles gut. Wir haben Ja, jetzt. Warte, einmal tief durchatmen jetzt. Oh Gott! Mal liegen da zwei Sitze. Den hol ich. Jetzt das Mikro. Oh nein, das Gott! Dr. Fürchterlich! Ich hab am meisten Glück heute schon. Ja, das ist ja cool. Regel ist noch schnell eingehen. Das war ja perfekt heute. Bei jedem Gig irgendwie immer Höhen und Tiefen so. Am Anfang sind auch ein paar Pannen passiert, aber mittlerweile hat es ganz gut eingespielt. Ja, also wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Es ist halt, wenn man auf Tour ist, dann hat man halt, sammelt man halt viele Erfahrungen. Du weißt halt zum Beispiel fürs nächste Mal, da machst du halt die Sache anders. Ich muss sagen, es war wieder verdammt gut. Nee, es war gut. Also es war super. Also die Halle war sehr gut verkauft. Es war, ich glaube, sogar ausverkauft oder sowas. Und ja, also es war ein sehr gutes Konzert. Das Publikum war super drauf. Wir haben gut gespielt. Tom ist sehr durchsetzungsstark irgendwie. Tom ist ich. Also Tom ist genau wie ich. Und darum legen wir uns auch öfter mal in den Haaren. Auch ein Langschläfer? Diskutiert auch den ganzen Tag. Der ist genauso dickköpfig und genauso ehrgeizig und perfektionistisch und anstrengend wie ich. Ich bin nicht locker geworden. Aber die Show war doch heute nicht schlecht, oder? Doch, ich war heute schlecht. Ich war so schlecht wie noch bei keinem Konzert. Also ganz im Ernst, das Konzert heute war gut, Bill war nicht ganz so zufrieden. Ich war noch nie so schlecht, glaube ich. Die Show lief insgesamt sehr glatt. Ja, Bill hatte einen Frosch im Hals. Ich war echt scheiße heute. Also der Einzige, der unzufrieden ist, ist Bill. Das stimmt auch nicht. Also es ist so, ich habe Bills Aufmerksamkeit. Jetzt sollen wir hingehen und sagen, oh, Bill. Ja. Das ist totaler Quatsch. Ich war halt einfach schlecht. In Zürich und das ist eine richtig fette Halle. Alter Schwede, boah. Das ist aber echt ein Klopper. Boah, das ist ein Klopper. Die ist richtig fett. Und ihr wisst, was heute an Medien da sind, ne? Ja. Mhm. Klappverleihung. Guck dir an, noch. Direkt wird neuer Album, noch. Und fürs alte glaubst du nochmal Platin. Und, wem man das zu verdanken? Mir, Junge. Im Bus nachher, ja? Nach jeder Plattenverleihung bedanke ich bei mir. Es gibt doch vor der Kamera nicht zu, aber danach kommt doch mal und sagt, komm, dankeschön. Ich weiß, ohne dich würde ich auf dem Bau arbeiten. Ja, oh. Das ist ja auch. Ja? Was, Junge? Was? Mach's gut. Hey. Spaß. Tschüss. Hey. Was denn? Wiedersehen. Danke, ciao. Ah! Scheiße! Was, jetzt schon? Ja, nee. So, darf ich euch dann bitten? Du musst auch so hier hoch, kannst du ein bisschen verschlafen. Mal hier warten, bitte. Darf ich euch bitten? Und jetzt halt sie fest.
weiß gar nicht, welcher Tag immer ist. Ich muss immer erst mal fragen, ja, was haben wir denn heute? Weil alle Leute sagen, es ist Wochenende, es ist Wochenende. Und für mich ist das eigentlich ein Tag wie jeder andere auch. Paris und Nancy waren schon extrem beeindruckend, einfach weil wir haben da irgendwie vor 3 Monaten noch im Trabendo in Paris gespielt, das ist irgendwie ein 350-Mann-Club. Jetzt waren wir in 6000er-Hallen. Vor meiner Wegzeit aufgebracht, weil dann so scheiße warm war und weil die anderen Vollidioten die Tür offen gelassen haben, wenn sie sich unterhalten haben, ey. Boah, viel zu laut, da kriegst du alles mit da oben, ey. Ja. Hallo, du stehst in meiner Tür, es ist sonst niemand hier, außer dir und mir. Okay, komm noch erstmal raus. Ich lag im Bett und hab mich hin und her gewälzt und hab über 1000 Sachen nachgedacht. Lass mal, dass ich wieder vor dem Soundcheck schon erwischt bin. Hier stand letztes Mal noch die Nightliner von Busta Rhymes. Bei uns sind es halt 10 Trucks mehr als bei Busta. Wie doch schwitzig denn jetzt hier? Warm ist es hier. Das ist ein heißer Tanz heute, Jungs. Heute muss es auch so Schilder in Paris dann mit so Merci drauf und sowas und das und mit dem ganzen Namen, das war echt, das sind so Sachen, die wollen uns auch echt überraschen und ich finde das geil, ja, und ich habe, glaube ich, noch mehr Spaß als auf der letzten Tour. Babel war ein Verpatzer. In Paris. Oh, oh, ja. Haben die anderen darüber erzählt, die Assis, ey. Da hat Bill tierisch springlich verkackt. Das war aber schon richtig peinlich. Besser gesagt, unsere Crew hat eigentlich Sachen verpatzt. Ich wieder total auf dem Punkt, total in meinem Element, spiel den Song. Wir alle super drauf. Und Bill singt den Chorus zu früh und haut uns voll raus. Ich war nicht schuld. Ja. Also richtig neben dem Takt, also das würde mir wehtun. Ich persönlich könnte das nie. Also das war wieder der, das in ihrem Monitoring, das ausgefallen ist. Aber ohne Scheiß, ich habe irgendwie meine Ohren, die sind ja an die Ohren angepasst und die haben nicht mehr richtig gesessen. Oh, das ist dreckig. Oh. Das tut jetzt schon weh. Echt? Ich bin ganz vorsichtig. Und irgendwie hat sich das verstopft und ich habe nichts mehr gehört und ich musste die einmal kurz rausnehmen, damit das Wasser sozusagen wieder ablaufen kann. Dann habe ich sie reingenommen wieder und dann konnte ich wieder hören. Bill hat immer gesagt, ich werde mich nie in meinem Leben versingen und auf dieser Tour ist es schon ein paar Mal passiert, ja? Also auch Bill macht Fehler. Wie unsere Crew immer sagen würde, wenn man sich verspielt, ist Rock'n'Roll. Hier, Junge, schau nochmal genau an. Einmal lebt die Sekunde DVD Platin, ja? Dann DVD, Live-DVD Platin. Dann Album und beide Alben Gold, hier. Ne? Ja. Ja, das nenne ich mal erfolgreicher Tag, ne? Tobias! Tschüss, Georg und Tom. Mach's gut, Tobias. Schlaf schön, träum von mir.
dabei ist. Ja, sonst ist das nie so großzügig bei uns. Vielleicht wollte jemand. Nee, das ist hier schon wieder ein Klo, was man nicht abschieben kann, ey. Ich hasse sowas. Ey, ich brauche nie T-Shirt zum Abtrocknen, außer ich nicht mal Klopapier dazu kann. Kommen wir da drauf. Ich brauche Papier-T-Shirt. Scheiße. Hier, komm, ich mal. Nee, hey, hopp. Scheiße, warum ist denn hier kein T-Shirt, ey? Kann doch nicht angehen. Das ist unsere erste Europa-Tour und wir sind eine deutsche Band und wir wollten auch unsere erste Europa-Tour wirklich mit diesem deutschen Album, was ja auch überall erschienen ist, wirklich diese ganzen Länder kennen ja auch die deutschen Songs, dachten wir, wir machen das auf Deutsch. Ich meine, wir haben böse Elternbriefe aus Frankreich bekommen, von wegen, wir finden es nicht so toll, dass unsere Kinder gerade irgendwie Deutsch lernen und kein Englisch. Es ist schon extrem wichtig, dass die auch Texte verstehen, weil bei uns spielen Texte und Inhalt eine ganz große Rolle. Wir kommen aus dem Hotel raus und die sprechen Deutsch mit uns. Also die haben so einen süßen Akzent dann noch dabei, aber die können das. Richtig geile Show. Die Show war perfekt, das Publikum war perfekt, es war alles perfekt heute. Ihr teilt jetzt kurz ein. Ja. Ah, 1-0. Wenn wir zufrieden waren, dann passieren so Sachen wie Tischtennis spielen. Man kommt ja nicht direkt wieder auf 0. Man kann sich danach noch so ein bisschen abreagieren, nochmal wieder ein bisschen runterkommen beim Tischtennis spielen, wo ich übrigens meistens gewinne, das muss man mal ganz klar sagen. 4-0. Schlecht, glaube ich. 5-0. Das ist einfach Glück, ey. Am Anfang war Bill noch ein bisschen besser, so. Aber den ziehe ich jetzt auch schon locker ab. Jeder weiß auch, dass ich eigentlich der Beste bin. Und darum sind auch viele gegen mich. Also dieser Neid, das, da komme ich auch noch nicht mit klar. Oh, endlich. Aber ich habe eine Angabe, da kann sowieso, da haben sie alle verloren. Nancy und Paris, die waren beide sehr, sehr gut und das waren beides geile Konzerte, die Fans sind der Hammer. Es war echt so voll und so unglaublich gute Stimmung auch. Du hast mit dem Autogramm bezahlt? Nee, ich muss leider trotzdem zahlen. Kann doch nicht wahr sein, Dirk. Sie sind ja alle. Wein, Bier, Alkoholikerbande hier. Der rennt barfuß und guck mal. Auf der Tanke hier. Das ist der beste Mann hier aus der Welt. Das Klima ist hier so geil. So, die Leute verstehen sich gut, der Rhythmus stimmt, jeder hat irgendwie seine Aufgabe und jeder ist auch glücklich damit und das groovt so. Barfuß an der Tanke. Spinnen doch da draußen alle, der rennt barfuß rum. Also ich glaube, wir sind jetzt langsam an einem Punkt, wo man wirklich so schneller aneinander gerät. Wirklich, die Nerven von allen sind wirklich langsam so ein bisschen überstrapaziert. Aber Leute, könnt ihr ein bisschen leiser sein, ich telefoniere, danke. Ja, geh doch woanders hin. Nein. Da kracht man auch schon mal aneinander. Und dann sagt doch mir Bescheid, dass der diese Ruhe ist. Ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum, ich habe das nicht versprochen. Ja, ey, Leute, Band. Ich habe das zugesagt für die Band. Als Band, wir streiten uns eigentlich relativ wenig. Meinst du, ich mach das jetzt allein oder was? Ja, wieso soll ich jetzt die Bühne für dich auftragen? Ist das klar? Ich hab keine Lust auf so einen schlechten Vibe irgendwie. Ich hab immer Lust, mich mit den Leuten zu verstehen und eine schöne Zeit zu haben. Wir diskutieren sehr viel und das wird dann schon mal ernster, ja? Wieso denn für mich? Du kranke Sau! Du hast es gesagt, nicht für mich! Ich hab das bescheuert oder was? Fünf Minuten wenn ich es schaffe, interviewt zu sein, machst du das auch alleine oder was? Nee, das kannst du ja nicht zusagen, ohne mich zu fragen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, ey, da haben wir uns mit Bratpfannen verkloppt zu Hause. Und das ist aber nach einer halben Stunde wieder gut. Irgendwie, wir haben blaues Auge und wir haben uns für kurze Zeit mal richtig die Fresse eingehauen, aber dann ist wieder gut und dann verstehen wir uns wieder und so ist das in der Band auch. Also wenn wir uns streiten, dann sollte doch jeder echt mal das Ventil aufmachen und einfach mal rauslassen, weil es ist ganz wichtig, dass sich Sachen nicht
aufstauen irgendwie und dass man dann irgendwann so eine riesen Hassblase hat, wo man dann auch einfach gar keine Chance mehr hat, die zu entladen. Dann geht man sich aus dem Weg und dann am nächsten Tag weiß man, man steht wieder zusammen auf der Bühne und rockt wieder zusammen das Haus und man versteht sich wieder. Und darum ist es auch in der Band so, wir verstehen uns echt schnell wieder. Oh, ich frühstücke gleich ganz lecker. Bill, du bist am Ende des Flügels. Schau mal, schon wieder das Flügel. Jawohl. Das ist mein Lieblingshotel hier. Mein allerliebstes Hotel in ganz Deutschland. Ich krieg natürlich immer die größte Suite. Kleines, kleines Zimmer, kleines, kleines Zimmer. Ihr Lieben, wir sind da. Super. Geil. Jungs, viel Spaß für die Show, ne? Danke. Das ist eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Und ich glaube, da entstehen auch auf jeden Fall die ein oder anderen Ideen. Georg und ich haben immer Instrumente bei, ja. Ich habe mir extra noch eine Akustikgitarre besorgt. Zimmer 483 ist ja im Prinzip komplett unterwegs entstanden. Im Nightliner, in Hotels, in Zimmer 483. Das passiert eigentlich alles unterwegs, so das Songschreiben. Das sind Sachen so auf der Bühne zum Beispiel, kriege ich immer extreme Gänsehaut bei Durch den Monsun, weil das Publikum da einfach am meisten mitsingt und die ganze Halle einfach nur noch Durch den Monsun brüllt. Das Größte, was uns alle verbindet, ist wirklich das Musikmachen. Und da sind wir auch meistens einer Meinung. Da gibt es gar keinen Streit. Es ist nie so, dass Tom ankommt und sagt, er will jetzt Hip-Hop machen und er will da irgendwie Hip-Hop-Einflüsse drauf haben und Georg will irgendwie irgendeine Bratzenmusik damit drauf haben oder weiß ich nicht. Das ist echt nicht so. Also da sind wir uns total einig. Bill, kleiner Bruder, ja. Schläft lange. Diskutiert den ganzen Tag. In sich gekehrt. Egoistisch. Lebensfroh. Also das muss ich jetzt mal kurz klarstellen. Also egoistisch bin ich nur, was das angeht, wenn ich irgendwie die Instrumente mitschleppen soll oder so. Weil das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Ich bin ja nicht umsonst Sänger geworden, ne? Ich muss nur mein Mikrofon dabei haben. Die anderen können sich abschleppen. Außerdem kommen die auch mit einer Gitarre klar. Die brauchen ja immer 7 oder 8 und in verschiedenen Farben und so. Ich finde, das können die alleine machen. Aber sonst bin ich schon ein sehr hilfsbereiter und netter Mensch, muss ich sagen. Meistens ist bei mir so, wenn ich aufgeregt bin, werde ich immer extrem müde einfach. So wie du. So ihr Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgen würdet zum heutigen Konzert. Alles okay? Ja. Darf ich auch stehen? Cool. Bis du selbst bist und wenn es lässt ist, auch wenn es weh tut, schrei so laut. Also zu einer Routine ist es noch nicht geworden. Es ist halt jedes Mal eine andere Halle, man spielt zwar die gleiche Setlist, aber es ist halt immer so, dass man halt so eine bestimmte Verbindung immer aufbauen muss so, zur Halle. Also bei mir ist es schon so. Ah.
das Konzert gestern war gut, das heißt, das wird heute scheiße, oh Gott! Oh. Ach so, gut, war gar kein Gas. Doch. Ich fand's gestern super. Wenn es noch annähernd so gut läuft heute, bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Ich glaube, unsere Wege werden sich nie trennen. Wir beide gehen auch zusammen in die Nacht. Das machen wir zum ersten Mal, dass nur Tom und ich einen Song zusammen spielen und dass Georg und Luis auch da nicht bei sind. Und das war schon sehr emotional. Ich will da nicht allein sein, lass uns gemeinsam in die Nacht. Da geht's ja auch noch um uns beide, um unser Verhältnis und das war, glaube ich, schon schön. Du bist alles, was ich bin und alles, was durch meine Adern fließt. Letzte Konzert heute in Köln, in der Köln Arena. Wir waren hier noch nie, wir spielen hier zum ersten Mal. Das große Abschlusskonzert, aber es wird gut. Ich hab Kopfschmerzen, ey. Guck mal, schau mal Kleider an. Das macht man nicht als Junge, ne? Kleider anziehen. Guck mal, der Kleider. Das ist ein Mädchen. Das macht man, damit man, wenn man die Hose aus hat, der Sch*** trotzdem verdeckt ist. Oh Gott. Oh Gott. Die Aufregung soll weg sein. Keiner weiß, ja, wie es dir geht. Keiner da, der dich versteht. Der Tag war dunkel und allein. Gerade dieses ins Ausland gehen und zum ersten Mal wirklich woanders in anderen Städten Konzerte spielen und so. Ich glaube, gerade das war für uns jetzt eine Herausforderung und ich glaube, das war auch für uns so das Geile. Ich weiß auf jeden Fall, es wird nicht die letzte Tour sein. Ich freue mich schon auf die nächste und möchte mich nochmal auf jeden Fall bei allen Fans bedanken, dass ihr alle da bei der Tour wart und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und wir konnten euch irgendwie ein bisschen was bieten. Ich habe noch, glaube ich, noch gar nicht so richtig geschnallt, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Also das fällt auch alles gerade so von einem ab, so die ganzen Sachen, die man so im Kopf hat und so. Und das ist echt traurig, also muss ich schon sagen. Nee, aber man ist dann irgendwie, weiß nicht, man ist in den Tourbus gekommen und es war dann so zu Hause und dann ging es alles total schnell. Eine Tour, die bleibt einem lange in Erinnerung und in den Knochen und da erinnert man sich lange dran. Und ich glaube, das sind so Sachen, da werden wir im Nachhinein noch viel dran denken und wir werden bestimmt noch viel Sachen schreiben aus der Zeit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Inspiration schon. Mich hat's gefreut, mir hat's Spaß gemacht. Bis bald. Mein Tee ist alle. Fabian. So, macht's gut, meine Freunde. Ich glaube nicht, dass das bald endet. Wir bleiben.
Kinder, esst nichts Gesundes zu Hause. Immer schön Burger essen.